Hello Friends, willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Terraria mit meinem Freund, dem Stargast Chris LP. Jawohl, hallo Leute. Moin moin, ey. Und wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr, dass unsere Mission heute. Jener ist die Mission dann. Die Mission genau dieselbe ist wie letzte Folge. Nur halt jetzt auf der anderen Seite der Map, lol. War noch ein bisschen Spaß. Genau. Ein bisschen ja, Spaß. Muss sein. Dann kommt das Glück von ganz allein. So oder so, ja, genau. Na, wie war's? Ein bisschen Spaß, das sein. Aber ich find bei dem. Ja, dann kommt das Glück von ganz allein. Und wir stimmen ein. Ja, aber. Was ich lustig finde, bei dem Lied geht es ja dann so. Es ist schon wieder Nacht. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Alter, ich konnte nicht zu meinem Morgenstern wechseln. Aua! Warum 10 Gold? Woher hatte ich 10 Gold? Ach, du Scheiben. Ah, okay, das heißt, wir müssen da nochmal hingehen. Auf jeden Fall. Alleine wegen den 10 Gold. Ich gebe mal mein Geld wieder in die Sparkasse. Da ist die Sparkasse. Die Sparkasse, deine Bank. Meine Bank. Mit V wie Flügel. Sparkasse, mit V wie Flügel. Bist du auch Sparkasse? Oder Raiffeisenbank? Volksbank bin ich sogar. Volksbank, okay. Ja, ich weiß nicht. Bei uns ist es so. Gibt's irgendwie so gefühlt nur die zwei. Und dann gibt's noch die alte Post, das ist BAWAG PSK. Das neue, die Bank 99. Oder Post 99? Ich weiß jetzt nicht. Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja. Das wandernde Auge. Stirb einfach. Ich komme schon. Ein blauer Eismagie. Eiselementar, oder? Ja, irgendwer hat dort gerade Eis geschossen. Achso, ja, das war das. Der Eiselementar da gerade. Ja, Wanderauge. Ja, ich bin auch so ein Wanderauge. Moin, du hast dann 10 Gold wiederhalten. Ich bin noch nicht dort. Aber es dauert nicht mehr lange, Ehre, Alter. Alle Kinder. Okay, ich weiß nicht, es ist so verlockend einfach zu singen. Alle Kinder lernen lesen. Indianer und Chinesen. Selbst der Nordpol, weißt du, da leben alle Eskimos. Alle Kinder, jetzt geht's los. Genau. Ah, sagt der Affe, wenn er in die Mango beißt. Ah, ich weiß in den Apfel, aber. Ist halt einfach witzig. Ich sag der Elefant, wenn der Erdbeeren verspeist. Ich sag die Igel, wenn er sich in den Spiegel sieht oder so. Und wir singen unser Lied. Okay. Leute, sorry. Weiter, weißt du, da brennen wir einfach alle Sicherungen durch. Oh, wir sind wieder da im bösen Gebiet. In Mordor. Hallo Mordor, oder? Was los? Oh, Mann, fliegt. Wir können die Gegner gar nichts anhaben. Nice. So, das Ding muss ich mir gönnen. Da unten, das Chlor-Ding. Was ist das? Die verfluchten Flammen. Die verfluchten Flammen. Was bringen die genau? Die brauchen wir dann zum Craften. Okay. Und nachdem ich die dann eigentlich nicht farmen will, weil kein Bock und so. Und denke ich mir, kann es nicht schaden, wenn wir sie gleich haben.
What? Ich habe gerade zu viel Schaden bekommen. Oh, ein Hamburger. Yummy! Yummy, yummy. I got love in my tummy and I feel like I'm loving you. Kennst du eigentlich das Spiel Yatz? Wie wird das nochmal kassen? Hört sich irgendwie türkisch an. Yatz, Yara, Krabib! Na, wie heißt es nochmal? Yatz, Yakapri 2 oder so irgendwie. Was? Dann ist am nämlich früher ich und ein Freund, die habe ich sehr aufgespült. Yatz, Yaka, mich, Ding 2? Ja, ich weiß es gerade selber nicht mehr, wie das genau heißt. Was hat man da gemacht? Im Endeffekt konnte man sich zwischen drei Hasen spielen. Und zwar konnte die Hasen schießen und hatten dazu jeder von denen nochmal eine eigene Fähigkeit. Ah, Rayman Rabbits oder was? Na. Ein Spiel mit Hasen. Ja. Da gab es halt da verschiedene Level, die man bewältigen kann und. Es ist irgendwas mit Yatz, Yakrabbit. Na, Yatz. Ich weiß leider selber nicht mehr. Aber das war früher kein schlechter Spiel. Ah, das kenne ich. Ich kenne auf jeden Fall die Spiele, die man vielleicht gar nicht mehr in der heutigen Zeit würde man sie gar nicht mehr so als gut einschätzen, aber damals einfach die Böller. Die Böller! Ja, moin, da ist wieder so ein Altar. Den können wir zerstören. Und dann. Adamantit! Adamantit, ja. Hallo. Ah! Ich beschütze dich. Wenn du in meiner Nähe bleibst. Ich hab trotzdem Schaden bekommen. Guter Schuss. Ja, was leider. Ja, die Range ist leider nur kurz. Wie viel Schaden hat die Qualle gerade gemacht? Fuck. Fucking hell. Die Qualle. Da war eine Qualle im Watter war da, ne? So eine Qualle. So eine behinderte Ralle-Qualle. Aber kennst du das Lied mit der Rosemarie die Schnitzelqualle? Ja. Ich verschone noch lieber damit. Oder? Rosmarie, die Schnitzelqualle, lebt im Ozean. What? Hä, wo? Durch. Also Wasser. What? Aber mir war überhaupt keine Anzeige da. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Oh, ich hasse das so viel, dass die Geister da durch die Wand können. Das irritiert mich einfach. Aber ja, das ist Terraria, daran muss man sich gewöhnen. Also. Ja, ich komme schon zu dir. Ich bin ein taubes Nüsschen. End my life, Leute. Ich sollte eher Commentary machen und nicht singen. End my life, please. Ey, wie aktiviert den Wurmlochtrank nochmal? Also einfach auf die Map gehen und dann auf meinen Kopf klicken. Also du musst drüber scrollen, wo ich halt bin. Okay. Genau. Gut gemacht, mein Junge. Danke, Sensei. Sensei Stumpfe Nuss oder so. War mein Name. Kadett. Lol. So, noch ein Altar. Und jeder Altar hilft uns schneller zu farmen später. Das muss uns immer in unseren kleinen Gehirnen stehen bleiben, ne? Achso, du beschützt mich vor den Geistern, ne? Ja, du musst nur in meiner Morgenstern-Range bleiben. Ja, perfekt. Bring ich zusammen. Das schaffe ich. Mein Bodyguard beschützte mich. Ja. Also da oben bist du. Ah, warte, ich kann ja eigentlich den Einserschmied machen. Ich habe ja zum Glück da ein bisschen Ding mit, ne? Also. Puh!
Generell, wir sollten jetzt gleich... Bomben. Wir sollten generell jetzt, glaube ich, viel mehr mit TNT und so machen. Damit wir dann nicht so lange minen müssen und so. Bomben! La Bomba! Oh, oh, ich sterb! Oh, ne, doch nicht. So, boom! Big Shark! Das ist ein Morgenstern, oder? Ja, aber das ist scheiße. Also das... Erzball. Der ist nicht gut, mein Freund, ja? Lass mich mal nachkommen. Fuck! Fuck! Oh, da ist nein! Ein... Oh, shit. Tut mir leid. Okay, dann... noch ein Wurmloch. Noch ein Wurmloch-Trank. Ja. Für was haben wir sie denn? Okay, ich meine, später wäre gut, wenn ich mir dann nachschaue, wie man die macht. Also das ist wirklich Schleimgeist. Hallo! Hallo, mein Freund! Ich bin's, der Hallo. Bernie! Oh! Ich halte halt irgendwie so gar nichts aus. Ich halte 3 Hits aus von den Menschen. Oder von den Dingen halt. Und dann sterben. Aber hier kann kein Gegner rein. Achtung, Geister! Ein böser Monster. Oder was? Mondgeist? Oh. Die Quallen sind halt auch mega OP. Schau mal, ich musste ewig lang drauf schießen. Damit die sterben. Ich hab Megafon erhalten. Was ist das? Naja, Megafon. Megafon, das brauchen wir dann für unser Angstschild. Also, das ist ein wichtiges Item auf jeden Fall. Das was? Brauchen wir aber zweimal dann. Für was für ein Schild? Es gibt so ein Schild. Also, wir haben ja jetzt das Kobaltschild. Das uns gegen Rückstoß schützt. Was quasi eigentlich eines der wichtigsten Terraria-Items ist, weil der Rückstoß ist so nervig. Und so schlimm. Also wenn du im Bossfight einfach immer weggestoßen wirst, stirbst du halt meistens. Und das Ding ist jetzt, dass es gibt dann so ein Item, also es gibt halt mehrere Debuffs. So Schwäche und so und zum Beispiel das Mikrofon oder Megafon halt in dem Fall schützt dich vor irgendwie Schwäche oder so. Ich weiß jetzt nicht genau vor was. Vor irgendeinem Debuff auf jeden Fall. Und dann gibt es noch 10 andere so Items oder nicht genau 10, aber halt ein Haufen anderer solcher Items, die dann alle, die du dann alle mit dem Rückstoßschild kombinieren kannst. Und dann bringt das Schild Rückstoß, dann. Also Schutz gegen Rückstoß, Schutz gegen jeden Debuff und Schutz gegen. Heiße Blöcke. Und das ist halt dann ziemlich stark. Das Item braucht man fast, finde ich. Also das habe ich bis jetzt in jedem Run gehabt. Weil es einfach. Da noch eine Kaulquappe. Weil es einfach so OP ist. Was? Kaulquappe? Das ist das Grüne da unten. Grüne Kaulquappe. Also sowas, ja. Denn dadurch haben wir heute Megafone erhalten. Ja, aber das ist eh random, also das ist jetzt. Das hat eine geringe Wahrscheinlichkeit, so. Dass es droppt zu 1 zu 200 oder so. Dafür droppt es halt bei vielen Gegnern. Und da fahren man halt teilweise ewig, also ist gut, wenn man schon früh solche Dinge bekommt. Uff, ein Geist! Hilfe, Hilfe! Ja. Ich glaube aber schon langsam sind wir da dann fertig, hätte ich gesagt. Oh. Du böses Ding, du! Okay. Ich muss mir kurz mal verteidigen. Ja, mach das. Alter. Wenn du willst, können wir dann sowieso abhauen von hier. Ich glaube recht viel geil. Okay, ich bin tot, ich bin tot. Geh schneller, oh. Egal, egal. Wir haben. Weil meine Enterhaken wieder verkackt haben. Wir haben es jetzt auf jeden Fall auch. Ey. Ey, Digga, wo mach mir die? Oh, bist du auch vorhin gestorben? Nein, aber ich bin zurückgegangen. Warte mal. 2 Abwehr um 6% erhöhte Magieschaden und Chance auf kritischen Treffer. Haha, Mana braucht. Reduziert um 10%. Das wäre halt cool. Aber das bringt 2 Abwehr. Das ist halt auch nicht so cool dann. Also nee. Himmlischer Zauberstab beschwört EST. Was ist das? Keine Ahnung.
Ein Platin. Das bedeutet nach Gold kommt Platin. Ups. Ups, ich hab's mir jetzt. Ich glaube, ich habe zu viel Geld dafür ausgegeben. Oh. Oh. Wo hast du das Platin ist, her? Das ist einfach nur der Stern da, schau. Wow, sau useless. Wo ich ein Platin habe, einfach Gold gefarmt. Willst du den Stern haben? Nimm ihn dir, der hat einen Platin gekostet. Ist, glaube ich, cooler als der Feuerteufel da oder so, den was du hast. Ich dachte nur, das ist jetzt irgendein Tier, das Schaden macht. Es gibt, also du kannst Tiere beschwören, die Schaden machen. Ah, okay, das war eine Finte, Leute. Okay, aber theoretisch können wir ihn, glaube ich, noch sogar noch verkaufen, weil es ist nur ein Haustier und Haustiere sind useless. Also um 50 Gold oder so müsste man den schon noch verkaufen können, glaube ich. 20, okay, nein, für 20 mache ich das wirklich jetzt nicht. Für 20, nein. Da habe ich lieber ein Haustier, das ich nicht mehr brauche. Wobei, bringt das Licht im Dunkeln vielleicht? Nein, das ist einfach nur ein Haus, nur ein Stern, der mitfliegt. Damn. Ah, wir sollten wieder Geld farmen dann mit Skelettron oder so in der Nacht. So. Und mit den Augen. Das ist gerade, das sind die besten Wege, wirklich Geld zu bekommen. Was wollte ich jetzt machen? Achso, ich wollte wieder mein Ding ausrüsten. So. Okay. Naja, das heißt, wir müssen jetzt farmen gehen, liebe Leute. Farmen gehen. Und dazu kaufe ich mir jetzt noch einen Haufen TNT. Wo ist er, der Sprengmeister? Dynamit. Dynamit. Ha, 29, tun zum ersten Mal. Habe ich eh noch? Warum habe ich keinen Glibber? Hä? Warum? Also, weil ich wahrscheinlich schnell gestrabelt habe. Hallo! Hat etwas länger gedauert. Glibber? Wo ist mein Glibber? Glibber? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber da ist noch Geld, lol. Glibber. Items sortieren, Items. Ah, da sind 30 Glibber, reicht mal. Reicht erstmal, ne? Ja, reicht erstmal. Und dann kaufe ich mir dann noch mehr Dynamit. So. Dynamit. Vielleicht noch ein paar Bämmchen, damit man auch kleine Explosionsradien hat. So. Soll ich ein Haus in die Luft bringen? Nee. Kannst du nicht machen, Brudi. Okay. So, kommen Brudi. Kommen Sie und staunen Sie. Wir gehen in unsere normale Höhle, hätte ich gesagt. Aber wait, brauchen wir für dieses Erz? Oh Gott. Ich komme, Bruder. Wir brauchen, glaube ich, eine Höllenstein-Spitzhacke. Das heißt, wir müssen vorher in die Hölle gehen. Aber erstmal schauen, okay? Erstmal gucken, ob das vielleicht jetzt nicht das zweitbeste Erz war. Ich weiß es nicht. Das kann sein. Das ist mein Fehler. Aber sonst müssen wir Höllenerz holen. Das wäre echt nervig. Ich glaube, ich habe sogar ein paar in die Truppen gelegt. Oder konnte man das schon abbauen? Nee. Also, ja, konnte man schon abbauen. Shit, dein Gold ist mal wieder weg. Shit. Das ist auch wieder genau das. Uff. Was ist weg? 3 Gold. Oh. Ich hab gedacht, du sagst jetzt irgendwie so ein, dass irgendwo Seil fehlt oder so. Das wäre jetzt natürlich jetzt scheide. Okidoki. Ich bin auf geheimer Mission und Höllenerz. Höllenerz. Oh. Da ist eine Schnecke.
Diese Schnecke muss ich töten. Ja, sie ist tot. Haha. Nacktschnecke. Ja, was? Eine Nacktschnecke, oder? Zitronenschnecke, Zitronenschnecke. Aua. Ich sehe kein Happy End hier, ne? Aua, aua, aua. Lava, lava, lava. Mr. Lava, lava, lava. Mr. Lava, lava. Das alles nur, weil die scheiß Fledermäuse einfach unsichtbar sind in der Hölle, weil der Hintergrund genauso dieselbe Farbe hat wie die Fledermaus. Aber okay. Ich reg mich nicht auf, wir sind eh in 2 Sekunden in der Hölle, das ist das Gute. Ernst, wo? Ja, okay, es dauert ein bisschen länger, aber es ist halt mega schnell, also so gigaschnell, ja. Wir schauen einfach auf der Map. Es dauert schon ein paar Sekündchen. Ja, derweil kann man ein bisschen was trinken. Welche Richtung bist du erst gegangen? Eigentlich egal, aber nach links. Bergbau, Abbad und Rückruftrank. Gut. Mein Piepsatz brennt, Oh je, oh je, Lava, 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 Lava. Oh, das ist nicht gut. Die kommt jetzt auf unsere Plattform. Lava. Das hast du nicht gut gemacht. Ich hab noch nichts mal was gemacht. Die Lava ist irgendwie vom Server. Oh, die Folge ist aus. Ja, okay, Freunde. Wie wir mit der Lava Problem umgehen werden, das werden wir in der nächsten Folge sehen von... Oh Mann, okay, ich kann jetzt nicht aufhören. Ah, ich sterbe. Ah, ich sterbe. Ah, ja. Ei. Okay. Okay, wir sind wieder nach Römer. Das sehen wir in der nächsten Folge. Wir sehen ja auch, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ciao. Ciao.